Ein Hallo und willkommen zurück zu Metro 2033. Ja, wir haben uns ja von Khan getrennt, wir müssen jetzt alleine weiter, aber uns wurde ja schon gesagt, wir sollen uns mit einem gewissen Mann namens André treffen, oder André, wie man auch nennen mag. Ja, und jetzt befinden wir uns ja hier in der freien Station, die aber von den Roten überwacht wird. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich spiele einfach weiter. Der Feind schläft nicht doch. Ich bin doch nicht vom anderen Ufer. Doch, das bist du. Bereit machen zur Inspektion. Gut, Inspektion, Inspektion. Hör, was ist das denn? Och nee, das wollte ich aufmachen. Mein Pipi leuchtet so seltsam. Psst, Ruhe. Und wer bist du? Guten Tag. Der Freund dieses Komikers. Oh nee. Hände ausstrecken. Du bist verhaftet. Ah, cool. Ich komme rein und bin einfach verhaftet. Klasse. Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Okay. Los, kommt mir nach. Ja, okay, gut. Los, ich lauf doch schon, aber ich kann nicht schneller laufen. Hier. Ja, ich komm ja schon. Ja. Scheiße. Ja, ich bin schon unten. Hilfe. Die schönen Flaschen. Ich folg dir ja schon. Alter, wie langsam kann ich denn bitte schön laufen? Ja, ich gehe ja schon. Wow. Alter, ist das heftig. Wir werden aber nett begrüßt. Und ich dachte, hier wäre es friedlich. Halt, du Mistgeist! Was ist das denn jetzt? Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Khans Freund gerettet. André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Ach, wir sind bei den Kommunisten, nicht bei den Roten. Okay, gut. Hey. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Roten. Du brauchst eine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sachen. Die Roten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Sobald der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestellt. Gut, aber danke für die Rettung. Okay, gucken wir auf unsere Karte mal. Nee, kein Dynamit. Ich habe schon wieder 5 gedrückt. Gut. Verstecken Sie sich auf einem Wagen, der zur Front fährt. Jo, das werden wir doch mal tun. Waffen kann ich hier keine auswählen. Okay. Ist wahrscheinlich doch besser so. Aber das ist eine freie Station und trotzdem werde ich verhaftet. Voll der Scheiß. Die Station der Roten eingedrungen. Der Dienst ist alarmiert. Der Typ wird also keinen Tag dort überleben. Junge, ich stehe vor dir und du bist so blöd. Unsere Sicherheit ist wie ein Sieb. In der Station wimmelt es von Spionen, die Terroristen... Ja, kein Bock, euch jetzt zuzuhören. Och, Hallöchen. So, Haftdynamit. Haftdynamit. Hm, okay, nicht schlecht. Oh, die labern wieder alle durcheinander. Medipack haben wir 5. Ja, es ist mir egal. Brauche ich nichts. Ja, guten Tag. Gut, Revolver mit Gewehr kommt, Zieloptik und Schalldämpfer. Was ist das denn? Definitiv besser als ihre. Gut. Eine Tia mit Zieloptik, handgefertigtes Luftdruck, Scharfschützengewehr. Nee, Scharfschützengewehr, nein, danke. Okay, viel gibt's hier gar nicht. Aber das sieht schon geil aus. Das ist also eine Art Revolver, oder? Aber kostet auch alles ziemlich viel. Dieses Ding ist 5-mal besser als ihre Spielzeugwaffe. Erhöht die Genauigkeit bei Schüssen auf großer Entfernung. Dieses Ding ist 5-mal besser als ihre Spielzeugwaffe. Hm, das hört sich nicht schlecht an, der Revolver. Was gibt's hier? Okay, alter Schwede. Eine Kalasch mit Zieloptik. Sehr empfehlenswert. Für leise Scharfschützenfeuer entwickelt worden, ist aber auch für kurze Feuerstöße auf wirkungsvoll. Dieses Ding ist 5-mal besser als ihre Spielzeugwaffe. Ja, schön. Ist nicht nur 5-mal besser, das kostet auch 5-mal mehr. Gut, Kalasch mit Zieloptik können wir uns gar nicht leisten. Das können wir uns leisten.
Sollen wir uns jetzt hier so ein MG holen oder so ein Revolver? Ich würde das eher sagen, so ein MG. Eine Kalasch, aber... Boah, was sollen wir uns denn holen? Gut, oder so ein Revolver. Was kostet der? 97. Die Revolver waren ja bis jetzt... Ach, ich geh mal weg, die labern mir zu viel. Also bis jetzt waren die Revolver ja ziemlich stark. Ah, hier ist ein Tauschautomat. Ja, ich glaube, ich hole mir so eine Kalasch einfach. Ja, probieren Sie aus kann ich ja leider nicht. Ich muss ja erst kaufen und dann kann ich es ausprobieren, was auch sehr schlau ist. Der Revolver ist schon geil. Machen aus ihm ein Scharfschützengewehr mit kolbenverlängertem Laufstil, ob die gut Schalldämpfer, ist natürlich schon richtig geil, aber gegen Mutanten hilft, glaube ich, nur harte Sachen. Soll ich mir das jetzt holen? Eine Kalasch. Habe ich aber nicht mehr viel. Ich glaube, ich gebe mir erstmal... Ja, Verkauf und Ankauf. So, das ist ja Schrotmunition. Jetzt muss ich mal gucken, was wir für Munition haben. Kann ich das gar nicht kontrollieren? Ja, Patronentausch. Ja, super. Gut, hiervon haben wir überhaupt nicht mehr viel. Da kaufe ich doch mal gleich was. Aber so, dass wir noch genügend haben, um die Sache da zu kaufen. Gut, ich mache mal, bis ich 50 habe. Genau. Hier habe ich noch 98, das reicht alles aus. Jo. Und ich glaube, ich hole mir jetzt echt diese Kalasch hier. So. Was? Ich habe das doch gerade gekauft, oder? Oh, das kostet jetzt alles weniger, oder? Cool. Was kostet das hier? Auch immer noch so viel. Gut. Ja. Ich gehe einfach mal weiter. Ist okay, Jungs. Er gehört zu uns. Na los, spring in das Loch, Adjan. Jo, werde ich machen. Hui, Abflug. Werde ich jetzt zugeschüttet, gesteinigt? Nein, ich will hier wieder raus. Ja. Ich vertraue dir, André. André, Hatipu und so. Ja. Naja, mach ich es mir hier gemütlich, chill ein bisschen. Ja. Siehst du dieses Gepäckfach? Kletter hinein. Okay, mach ich. Hui, ab nach oben. Ja, mach ich es mir mal bequem. Was liegt da? Ein Buch zum Lesen? Ha, Metro 2033. Ha, cool. Ich will das Buch haben. Ah, ich will lesen. Och, hallo. Ja, es war einmal eine Metro. Die war nicht sehr schön. Und wenn die Menschen nicht gestorben sind, dann erschießen sie sich heute noch gegenseitig. Hey, so. André, ist es wirklich sicher da drin? Ich möchte nicht, dass er auf die Schienen fällt. Also, das ist keine erste Klasse. Aber er ist so gut wie tot, wenn er hier bleibt. Er würde direkt zur Lubjanka wandern. Und das ist eine Einbahnstraße. Aha. Okay, aufladen. Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Danke. Tschüss. Gleich Waffe und Uniform. Und jetzt auf den Zug mit dir. Achtung. Ideale? Zivilisten ist es nicht. Was gestanden. Die wirklich war. Truppen zu ihr schaffen. Ich empfehle euch, vorwärts. Marsch zum Fleischwolf. Ein Militärzug mit gefälschten Papieren oder durch Bestechung oder anderweitige Möglichkeiten zu besteigen, werden mit Haftstrafen wegen Verrats gehandelt. Oh, Ball. Okay, jetzt werden wir abgesetzt. Na super. Nee, eh um die Szene zu überspringen, habe ich ja keine Lust drauf. Und nun? Was steht da?
Also das da unten, das oben kann ich lesen. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Monette hier. Und du? Ich? Geh zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Welche Welt? Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Gut, gut. Kapitel 4, Kriege. Ich glaube, hier beende ich den Part dann auch. Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Ja, ich mach ganz kurz noch weiter bis zum nächsten Speicherpunkt, der dann hier ist. Ja, und dann würde ich sagen, beende ich den Part und dann sehen wir uns im nächsten wieder, auch wenn er ziemlich kurz war. Ist ja egal, dann haben wir halt einfach nur ein bisschen eine kleine Shoppingtour gemacht. Ja, ciao Leute.